Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webcast von Deloitte. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags haben Sie die Möglichkeit, Fragen in der Chatbox links unten in Ihrer Webcast-Ansicht anzumelden. Herr Michael Pulz wird nun die Konferenz beginnen. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webcast. Es geht um das Thema Verfahrensrecht und Verrechnungspreise, ein ja, hochspannendes, hochaktuelles Thema, was uns in der Praxis aus Beratersicht momentan sehr intensiv beschäftigt. Ich darf mich kurz vorstellen, Michael Pulz ist mein Name, ich bin Partner am Standort Düsseldorf, bin selbst sehr stark mit dem Thema Betriebsprüfung befasst, habe sehr viele Praxisfälle. Und ja, darf heute hier neben meiner Person zwei Mitreferenten begrüßen. Zum einen die Frau Träger, sie ist Rechtsanwältin hier am Standort in Frankfurt, Senior Managerin, auch sehr profiliert im Bereich der Tax Audit Begleitung tätig. Und zum anderen den Herrn Dr. Busch, Steuerberater, auch im Bereich Transfer Pricing Controversy, Begleitung von Betriebsprüfungen und dergleichen tätig. Und ja, freue mich außerordentlich, dass Sie heute den Weg praktisch hier online zu uns gefunden haben. Wir haben ein sehr strammes Programm heute, was wir mit Ihnen zusammen erarbeiten möchten. Es geht los, dass wir uns mal ein Stück weit erarbeiten, welche Phasen in einer Betriebsprüfung gibt es eigentlich? Wie kann man die Betriebsprüfung ein Stück weit organisieren, in Anführungsstrichen? Stichwort BP-Management. Wir wollen uns da nochmal angucken, welche Arten von Mitwirkungspflichten es eigentlich gibt zulasten des Steuerpflichtigen. Gerade die Frage der Verwertbarkeit, Unverwertbarkeit von Verrechnungspreis, Dokumentation, eine ganz entscheidende Fragestellung im Rahmen von steuerlichen Außenprüfungen, weil sie eng verbunden ist mit der Fragestellung, wer die Feststellungslast für Einkünftekorrekturen trägt. Wir wollen uns dann ein bisschen mit dem Thema Sanktionen beschäftigen. Was sind eigentlich die Sanktionsmöglichkeiten, die die Finanzverwaltung hat im Falle einer unverwertbaren Dokumentation, welches Ungemach droht dort zulasten der Steuerpflichtigen? Wir möchten dann so einen kleinen Schlenker machen zum Thema, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, ein Stück weit Rechtssicherheit zu schaffen zugunsten des Steuerpflichtigen, Stichwort verbindliche Auskunft, Zusage im Anschluss an die Außenprüfung, Verständigungsverfahren. Das sind alles nochmal diese Themen, die uns auch in der Praxis sehr intensiv begleiten und möchten dann zum Schluss nochmal auf das Thema grenzüberschreitende gemeinsame Außenprüfungen zu sprechen kommen, Stichwort Joint Audits. Auch das ist ein Thema, was wir vermehrt in der Praxis sehen. Und möchten auch ganz zum Schluss nochmal einen kleinen Schlenker machen zum Thema Steuerstrafrecht und Verrechnungspreise. Auch das ist ein Themenkomplex, der uns in der letzten Vergangenheit immer öfter begegnet. Und da möchten wir auch ein paar Hinweise erteilen, wie man sich da etwaig auch gegen steuerstrafliche Risiken ein Stück weit wappnen oder absichern kann. Ja, Sie sehen ein strammes Programm, was wir in den nächsten 90 Minuten hier gemeinsam mit Ihnen absolvieren möchten. Und wir dürfen keine Zeit verlieren. Deswegen freue ich mich, das Wort hier an Herrn Dr. Busch übergeben zu dürfen, der direkt in Medias Res geht mit Ihnen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie wichtig das Thema ist, das sehen wir auch an den Anmeldezahlen. Also wir haben über 180 Anmeldungen und zurzeit knapp 150 Teilnehmer. Also das zeigt, dass dieses Thema bei Ihnen auch unter den Nägeln brennt. Und was wir Ihnen in den nächsten anderthalb Stunden bieten wollen, ist eine möglichst praxisnahe Herangehensweise. Wir haben also hier in der gesamten Service-Line aktuelle Betriebsprüfungsfälle gesammelt. Das sind nicht nur die Fälle, die wir drei Referenten hier haben, sondern wir in der Service-Line Verrechnungspreise bei Deloitte sind sehr kompetenzorientiert aufgestellt. Wir haben einen monatlichen Call hier in unserem Kompetenzteam Controversy, in dem wir eben dann aktuelle Betriebsprüfungsfälle miteinander diskutieren, sodass wir einen ganz guten Überblick haben über die ganze Republik, was eben auf Seiten auch der Finanzverwaltung hier in der Betriebsprüfungspraxis passiert. Und hier, worauf wir uns heute konzentrieren wollen, ist eben die Schnittstelle verfahrensrechtlicher Fragen mit Verrechnungspreisfragen. Wir wollen das auch möglichst interaktiv machen. Also wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns das. Wir versuchen es auch direkt zu beantworten. Und was eben jetzt vielleicht auch zeitlich nicht möglich ist, da kommen wir auf alle Fälle im Nachgang zu diesem Webcast auf Sie zu. Ebenso auch die Folien, die wir hier heute präsentieren, die bekommen Sie dann alle auch nochmal im Nachgang. Wenn wir so schauen, was
Was sehen wir in der Betriebsprüfung, was eben Themen sind mit verfahrensrechtlichen Fragen? Wir sehen ein Übermaß an Informationsanfragen. Die Finanzverwaltung sammelt Informationen noch und nöcher. Wie kann da der Steuerpflichtige vielleicht Einhalt gebieten? Es fängt an, dass diese Informationen nicht nur in Deutschland behalten werden, sondern spontan ausgetauscht werden, auf Kulanzwegen oder im Rahmen der Amtshilfe. Auch da, was sind die Rechte des Steuerpflichtigen? Kann ich mich gegen ein Joint Audit treffen, wehren? Was passiert, wenn die, und das sehen wir sehr häufig, wenn die Betriebsprüfung sofort in die Schätzung reinspringt? Was haben wir für Möglichkeiten, hier diese Schätzungen dann abzuwehren? Und was ist, wenn die Finanzverwaltung zwar unseren Fremdvergleich nicht akzeptiert, einfach nur verwirft und nichts anderes präsentiert? Wie sind hier Beweislastthemen? Das sind eben die Fragen, die wir hier anhand von ganz konkreten Fallgestaltungen einmal durchgehen wollen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das jetzt so ein bisschen im Zyklus einer BP machen. Welche verfahrensrechtlichen Fragen beginnen denn oder stehen denn, kommen, wenn so eine Betriebsprüfung anfängt? Und das Erste, was wir haben, ist natürlich die Prüfungsanordnung, wo wir dann prüfen müssen, ob wir vielleicht eben einige Jahre schon festsetzungsverjährt sind. Und dann kommt die Anfrage nach Übergabe der Verrechnungspreisdokumentation mit der 60-Tage-Frist, wo natürlich auch verfahrensrechtlich schon wieder die Frage ist, wie berechne ich das? Also hier vielleicht aus unserer Praxis sehen wir immer häufiger, dass Betriebsprüfer auch nur noch auf elektronischem Wege mit den Steuerpflichtigen kommunizieren. Und für diejenigen, wie bei uns drei es uns ergangen ist, wo der Steuerberaterexamen schon etwas weiter zurückliegt, es gibt jetzt hier mittlerweile auch den 122 Absatz 2a der Abgabenordnung, der fingiert, dass selbst auf dem E-Mail-Wege die 3-Tages-Frist oder Fiktion der Bekanntgabe auch gilt, sodass man hier eben vielleicht nochmal 3 wertvolle Tage extra hat. Aber nehmen wir an, das ist angekommen, dann die Prüfungsanordnung zur Verrechnungspreisdokumentation ist die nächste Frage, welche Sprache? Und vorgesehen ist vom Gesetz natürlich erst einmal die deutsche Sprache, aber die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung regelt genau, dass der Steuerpflichtige eben ein Antragsrecht hat, auch in einer anderen lebenden Sprache die Verrechnungspreisdokumentation vorzulegen. Was wir hier in diesem Rahmen sehen, und das haben wir hier auf dieser Folie einmal zusammengefasst, das ist, sagen wir mal, das Kleingedruckte hier. Es gibt insbesondere im Bereich Nordrhein-Westfalen mittlerweile die Tendenz, die Anträge von Steuerpflichtigen auf Vorlage in englischer Sprache glattweg abzulehnen, mit einer wahrscheinlich sehr, oder nicht wahrscheinlich, sondern wir sehen es eben immer denselben Wortlaut, mit einer vorgestanzten Formulierung, die darauf verweist, dass die USA es auch in Englisch haben wollen in ihrer Heimatsprache und die Franzosen auch, dass es zu Missverständnissen kommen kann, die dann eben den Prüfungsverlauf hemmen, sodass das abgelehnt wird. Was wir aber mitbekommen haben ist, das ist wohl vielleicht eine interne Vorgabe, dass manche Prüfer individuell allerdings sehr wohl geneigt sind, dem Steuerpflichtigen hier die Möglichkeit einzuräumen, weiterhin in englischer Sprache die Dokumentation vorzulegen. Und was wir jetzt in vielen Fällen schon erfolgreich gemacht haben, hier einfach eben keinen schriftlichen Antrag vorzulegen, weil der wohl abgelehnt werden muss, sondern in diesen Fällen einfach zum Telefonhörer zu greifen, das zu besprechen und dann kriegt man, es ist ja keine Schriftformerfordernis, bekommt man die mündliche Erlaubnis zur Vorlage in englischer Sprache unter dem Vorbehalt eben gegebenenfalls später gewisse Teile in die deutsche Sprache zu übersetzen. Und das ist, denke ich, für alle Beteiligten ein sehr gangbarer Weg. Besser, das haben wir bisher noch nicht gemacht, hier versuchen, den Verwaltungsakt anzugreifen und dann die deutsche, englische Sprache zu erzwingen. Das ist, glaube ich, die ungünstigere Variante und nur notwendig, wenn eben so ein Telefongespräch nicht zum Ziel führt. Ja, also ich kann das bestätigen aus der Praxis. Ansprache ist Deutsch, so steht das in der Abgabenordnung drin. Und viele Prüfer berufen sich auf diesen Grundsatz zu sagen, es muss in deutscher Sprache vorgelegt werden. Aber die Erfahrung zeigt auch, man sich also dort mit den Prüfern gut stellt und einen kooperativen Ansatz sucht, die Dinge wirklich ganz offen auch bespricht.
ganz offen diskutiert, was ist auf Seiten des Steuerpflichtigen leistbar, was kann er übersetzen, welche Teile müssen übersetzt werden, um dem Betriebsprüfer ein solides Verständnis des Rechnungspreissystems zu ermöglichen, dann ist das in vielen Fällen auch wirklich zielführend, muss man sagen. Und uns ist es bis dato eigentlich mal ganz gut gelungen, muss man ganz offen sagen, dass wir uns damit der Finanzverwaltung entsprechend haben verständigen können. Aber der Trend ist ganz klar sichtbar. Das wird einfach als Riesenaufwand betrachtet seitens der Finanzverwaltung, wenn man sagt, wir müssen das für uns nochmal intern übersetzen. Wir sind vielleicht auch im Englischen nicht ganz so fit, haben also auch da keine Sprachkurse bekommen. Ich glaube, das gibt es nicht im Lehrangebot der Finanzverwaltung. Insofern besteht da so eine gewisse, sag ich mal, Aversion gegen englischsprachige Dokumentation. Aber wie gesagt, dieser Weg, den wir gerade skizziert haben, das ist ein Weg so aus der Praxis, der in vielen Fällen eben doch dann erfolgreich begangen werden kann. Gut, nehmen wir an, die Dokumentation ist abgegeben. Was passiert, wenn wir es nicht tun? Das folgt auch noch später. Dann ist die Frage, nachdem man vielleicht einen Kick-off gemacht hat, zusammen mit dem Betriebsprüfer ihn durch komplexere Fragestellungen durchgeführt hat oder wenn eine Vielzahl an sehr unterschiedlichen Transaktionen vorliegt, empfiehlt es sich eben auch hier, die persönliche Ebene Beziehung mit der Betriebsprüfung aufzubauen. Wir haben noch zwei Kollegen aus unserem Berliner Büro aus dem Bereich Controversial Litigation von Deloitte Legal in der Leitung, die später auch nochmal sich kurz vorstellen werden. Und auch da nochmal einen Deloitte-Ansatz zu einem professionellen Betriebsprüfungsmanagement darstellen. Also wenn wir diese Ebenen alle hinter uns gebracht haben, dann ist es ja meistens so, dass die Finanzverwaltung weitere Anfragen stellt und dann auch tiefergehende Sachverhaltsfragen. Und hier ist die Frage, was sind die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen? Und es fängt ganz banal mit dem allgemeinen Grundsatz an, den wir hier mal aufgelegt haben in § 90 Absatz 1, der ganz einfach heißt, die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, dass sie die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsmäßig offenlegen und die ihnen bekannten Beweismittel angeben. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Und wir haben einen Fall gehabt, und den stelle ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie gerne vor, in der wir einen Nahrungsmittelhersteller hatten, der gewisse Rezepturen hat bzw. rein lizenziert hatte nach Deutschland aus dem Ausland. Und die Finanzverwaltung fragte nun an, ob sie die Lizenzvereinbarungen, mit fremden Dritten gab es keine, aber konzernweit gab es noch andere Lizenzvereinbarungen, die die Muttergesellschaft eben mit Konzerngesellschaften in Japan, im anderen europäischen Ausland und in den USA hatte. Und die Frage oder das Begehren der Finanzverwaltung war, jetzt hier diese konzerninternen Lizenzvereinbarungen, die jetzt nicht die deutsche Gesellschaft betrafen, sondern andere, übermittelt zu bekommen. Und dieses Begehren haben wir abgelehnt mit der Begründung, dass das für die Besteuerung, oder zunächst haben wir nachgefragt, was der Hintergrund ist, weil es uns nicht ersichtlich war, was hier steuerlich relevant sein soll. Und die Betriebsprüfung kam mit dem Gegenargument zurück, sie würde gerne eben die Lizenzsätze hier, die im Konzern genommen werden, vergleichen. Und unsere Antwort war, das ist eben nicht vereinbar mit § 90 Absatz 1, weil es steuerlich nicht relevant sein kann. Ein Fremdvergleich kann eben nicht mit anderen konzerninternen Lizenzvereinbarungen geführt werden und insofern besteht keine Notwendigkeit, diese Informationen zu übermitteln. Das war die Argumentation mit § 90 Absatz 1. Wir haben natürlich auch noch ins Felde geführt, § 90 Absatz 2, der lautet, der hier erhöhte Mitwirkungspflichten an den Steuerpflichtigen stellt bei Auslandssachverhalten und sagt, dass die Beteiligten, also ist ein Sachverhalt zu ermitteln und steuerrechtlich zu beurteilen, der sich auf Vorgänge außerhalb des Geltungsbereichs der AO bezieht, so haben die Beteiligten diesen Sachverhalt aufzuklären und die erforderlichen Beweismittel zu beschaffen. Sie haben dabei alle für sie bestehenden rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen.
Das heißt, wir haben hier erhöhte Pflichten, aber in meinem Beispiel mit dem Nahrungsmittelhersteller hatte die deutsche Tochtergesellschaft rechtlich gesehen auch gar keine Möglichkeit, an die Lizenzvereinbarungen zu kommen, die die Muttergesellschaft mit anderen Konzerngesellschaften abgeschlossen hat. Und das ist etwas, was wir hier nochmal in einem kurzen Beispiel darlegen. Wir haben hier die deutsche Betriebsprüfung, die anfragt, und das wäre der Fall B, leider ist es ein Typo gewesen, hier steht drin, Finanzamt fordert Vorlage von Verträgen der A GmbH mit fremden Dritten. Wenn das der Sachverhalt wäre, ich glaube, da könnten wir, wenn das steuerlich relevant wäre, diese Lizenzverträge, hätten wir kein Mittel dagegen. Wenn jetzt hier aber Stände mit Verträgen der A Limited mit fremden Dritten, dann hätten wir die faktische Unmöglichkeit, die dann auch rechtlich zu beachten ist. Ja, also ganz typische Sachverhaltskonstellation in vielen Betriebsprüfungsfällen, wo die Konzernmuttergesellschaft im Ausland sitzt und der Prüfer sagt, ich will jetzt praktisch Unterlagen haben, die sich im Besitz und im Einflussbereich der Konzernmuttergesellschaft befinden. Und wenn Sie mal in die Verwaltungsgrundsätze Verfahren reingucken, das BMF-Schreiben da vom 12. April 2005, da sagt selbst die Finanzverwaltung auf Basis der bisherigen BFH-Rechtsprechung etwas Unmögliches, das kann nicht vom Steuerpflichtigen verlangt werden. Und wenn ich rein gesellschaftsrechtlich schon keine Handhabe habe, diese Informationen bei meinem Gesellschafter praktisch beizubringen, praktisch ihm, sag ich mal, ja, abzulupfen, in Anführungsstrichen, dann darf das nicht als Mitwirkungsverschulden seitens der Finanzverwaltung gedeutet werden. Aber das ist so ein typischer Sachverhalt, der auch von vielen Betriebsprüfern immer wieder gerne gespielt wird, sage ich mal, wo man eigentlich genau wirklich dann dem entgegentreten muss und sagen muss, Moment, es ist kein, sag ich mal, ja, Beweisverderben, es ist kein schuldhafter Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten, wenn ich diese Informationen eben nicht in Erfahrung bringen kann. Also in der Praxis, wie gesagt, ein Thema, was uns sehr, sehr intensiv beschäftigt. Anderes Beispiel allerdings hier Fall A. Das Finanzamt fordert die Vorlage der rechnerischen Grundlagen für eine Kostenumlage in Bezug auf Zentralverwaltungsdienstleistungen. Wenn hier der deutsche Steuerpflichtige sich allein darauf beruft, er hat diese Rechnungsgrundlagen nicht, dann ist er rechtlich in einer schlechten Position, weil wir eben vorhin ja gelesen haben, ich habe es noch einmal aufgelegt, dass er sich hier alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten verschaffen sollte. Und unter fremden Dritten ist es üblich, dass wenn ich eine Rechnung von einem Dienstleister bekomme, dass ich diese ja auch prüfe und notfalls eben mit dem Dienstleister noch einmal in ein Gespräch eintrete über die Höhe der Serviceentgelte, sodass ich eben bei Kostenumlagen empfiehlt, und das empfehlen wir auch bei Vertragsvorlagen, dass der Serviceempfänger sich auch ein Recht einräumen lässt, vertraglich die rechnerischen Grundlagen oder was sonst notwendig ist, in Bezug auf die Dienstleistungserbringung sich rechtlich einzuräumen. Ein weiteres Beispiel, was wir gesehen haben, war das Begehren, alle Gesellschaftsverträge oder alle Protokolle der Gesellschafterversammlung der letzten 8 Jahre vorgelegt zu bekommen. Inga, vielleicht möchtest du kurz berichten, das war dein Fall. Ja, genau. Also da handelt es sich um einen Fall, in dem in der Tat der Prüfer alle Protokolle der Gesellschafterversammlung über einen Zeitraum, der sich also auch vor dem BP-Zeitraum erstreckt hat, verlangt hat und sich dabei auf die Verwaltungsgrundsätze Verfahren berufen hat. Allerdings muss man hierzu sagen, dass also es gab eigentlich auch, der Prüfer hat eigentlich auch keine Begründung geliefert, warum er denn diese Protokolle sehen möchte. Sie wurden einfach nur angefordert. Man hat ihm dann einige Beispiele vorgelegt, aber auch das hat ihm nicht ausgereicht. Er hat dann nochmal wiederum ohne irgendeine Begründung gefordert, sämtliche Protokolle dieser Jahre vorzulegen. Und da muss man jetzt sagen, also es ist zwar so, dass in den Verwaltungsgrundsätzen Verfahren wirklich niedergelegt ist, dass diese Protokolle verlangt werden können. Also das steht in der Textziffer 2.2 der Verwaltungsgrundsätze Verfahren. Allerdings ist es selbst nach dem Wortlaut dort nur dann der Fall, soweit dies für die Prüfung wirklich erheblich ist. Und die Verwaltungsgrundsätze Verfahren nehmen wiederum Bezug auf ein Urteil des BFH. Und dort hat der Große Senat
entschieden, dass die Vorlage dieser Beschlüsse en bloc gerade nicht in Betracht kommt, sodass wir auch also dann insoweit dem Prüfer entsprechende Argumente entgegensetzen konnten. Gut, und wenn wir jetzt noch weiterschauen, haben wir noch ein weiteres Beispiel. Wenn es dann in die Betriebsprüfung hineingeht, dann haben wir hier eben auch Mitwirkungspflichten in der Außenprüfung, Paragraph 200 AO. Und es gab in einem Fall eine telefonische Anfrage, in der der Betriebsprüfer nicht nur die den Konzernabschluss und die Einzelabschlüsse der Tochtergesellschaften haben wollte, sondern zu diesen Einzelabschlüssen der Tochtergesellschaften auch noch die jeweiligen Prüfungsberichte und Lageberichte, die zum Teil auch in fremden Sprachen waren. Wir haben jetzt hier mal gefragt, welche Fragen da auftauchen, Fragen nach der Relevanz, Fragen nach der Pflicht, wer hat denn zu übersetzen, ist der Aufwand hier überhaupt verhältnismäßig? Und wir haben hier eben ein Schreiben zurückgeschrieben, gesagt haben, und da haben wir hier aus dem Anwendungserlass zur AO zitiert, dass zwar natürlich der Prüfungsbericht der Konzernmuttergesellschaft zu übergeben ist, aber, und das sehen wir weiter unten hier in der Auflistung bezüglich der Tochtergesellschaften, wird hier nur von den sogenannten Handelsbilanzen 2 gesprochen, also den Einzelabschlüssen, und nicht hier von den weitergehenden Unterlagen wie insbesondere den Lageberichten, an denen die Betriebsprüfung insbesondere interessiert war. Wenn wir jetzt das Bild noch komplettieren, dann hatten wir den Paragraph 90 Absatz 1, Absatz 2 und dann gibt es natürlich für uns ganz relevant den Paragraph 90 Absatz 3. Ich denke, es würde für heute zu weit führen, hier jetzt über die Konzepte Local File und Master File zu sprechen. Die Fristen von 30 Tagen für außergewöhnliche Geschäftsvorfälle und 60 Tagen für eine normale Verrechnungspreisdokumentation sind auch, denke ich, jetzt nicht weiter interessant, bis darauf, was passiert, wenn wir diese Fristen eben nicht einhalten. Und beziehungsweise, da haben wir auch schon die erste Anfrage gehabt, wenn eine Dokumentation angefordert wird von einem sehr, sehr großen multinationalen Konzernen, was bedeutet das denn überhaupt? Muss ich jetzt in jede Kapillare des Unternehmens dokumentieren oder reicht es aus, sich hier auf bestimmte Gebiete zu konzentrieren? Und was wir sehen ist hier zum einen, wenn wir eine verspätete Abgabe haben, was sind die Sanktionsmöglichkeiten, die die Betriebsprüfung hat? Wenn wir verspätet abgeben, dann kommt der sogenannte Verspätungszuschlag, mindestens 100 Euro pro Tag bis zu maximal 1 Million Euro pro Veranlagungszeitraum. Und bei überhaupt kompletter Nichtabgabe, und das haben wir hier mal fett gedruckt. Es sind, glaube ich, weniger die monetären Sanktionen, die schmerzen. Das sehen wir hier unten, mindestens 5.000 Euro pro Geschäftsvorfall. Da kommen wir gleich nochmal darauf, was das bedeutet. Und auch die 5-10% auf die Einkünftekorrektur. Viel mehr schmerzt die Schätzbefugnis, die sich hier für den Betriebsprüfer eröffnet. Und die 5-10%, auch das ist ja interessant, die beziehen sich eben auf den geschätzten Mehrbetrag der Betriebsprüfung, bei dem der Betriebsprüfer am Ende sogar in Zweifelsfällen diese zulasten des Steuerpflichtigen auslegen kann. Ja, und meine Damen und Herren, daran erkennen Sie eigentlich ganz schön, wie wichtig es ist, eine wirklich gute, profunde Verrechnungspreisdokumentation zu haben. Denn im Grunde sind mal das Thema der Beweislastverteilung, das steht und fällt mit einer profunden Verrechnungspreisdokumentation. Also wenn Sie wirklich vollumfänglich und gut dokumentiert haben, in der Qualität her, ein gutes Dokumentationspapier aufgesetzt haben, dann liegt eben die Feststellungslast für eine etwaige Einkünftekorrektur auf Seiten der Finanzverwaltung eben nicht beim Steuerpflichtigen. Auch das hat die Finanzverwaltung in den Verwaltungsgrundsätzen Verfahren festgehalten. Das entspricht im Übrigen auch der ständigen BFH-Rechtsprechung. Aber Sie sehen, das
ist genau die entscheidende Weichenstellung. Also auch wie es im Gesetz drin steht, es wird widerlegbar vermutet, wenn Sie also praktisch nicht richtig dokumentiert haben, dann kippt das Ganze zu Ihren Lasten. Dann wird also widerlegbar vermutet, das ist eine gesetzliche Fiktion, dass Ihre Rechnungspreise im Grunde nicht fremdvergleichskonform gesetzt worden sind. Und es kann also seitens der Finanzverwaltung relativ einfach vermutet werden, dass also hier letztendlich gegen den Fremdvergleichsgrundsatz im Bereich der Rechnungspreisbestimmung verstoßen worden ist. Ja, also Sie sehen daran, die Richtigkeit, die Vollständigkeit der Rechnungspreisdokumentation ist auch aus taktischer Sicht für die Begleitung einer Betriebsprüfung, für Ihre Verhandlungsposition innerhalb einer steuerlichen Außenprüfung von entscheidender Bedeutung. Also das kann man nicht oft genug betonen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der Ihnen im Grunde auch in der täglichen Arbeit, auch wenn Sie das Thema Dokumentation unternehmensintern angehen, der Ihnen immer klar sein muss. Das ist ganz wichtig. Und genau das ist das ja auch das Interessante, was wir beobachten. Es wird eine Dokumentation vorgelegt, die ist im Wesentlichen verwertbar und trotzdem schätzt die Finanzverwaltung. Im Grunde genommen, und das ist jetzt eher eine Frage auch des Betriebsprüfungsklimas, könnte man an dieser Stelle schon mit den schärferen Waffen des Verfahrensrechts kommen und hinterfragen, ob überhaupt eine Schätzbefugnis der Finanzverwaltung sich aufspannt. Ja, also das ist in der Tat in der Praxis, glaube ich, eines der häufigsten Themen, die dann wirklich zu kontroversen Diskussionen mit der Finanzverwaltung führen. Die Frage, wann ist eine Rechnungspreisdokumentation eigentlich unverwertbar? Das werden wir gleich noch uns etwas genauer angucken. Auch dann die Frage zu sagen, Moment, gibt es eigentlich hier einen Schätzungsanlass? Denn dieser Schätzungsanlass in Gestalt einer unverwertbaren Dokumentation, der ist im Grunde zwingend Voraussetzung dafür, dass also die Feststellungslast von Seiten der Finanzverwaltung genommen wird und praktisch redelegiert wird auf den Steuerpflichtigen. Und das ist ein Thema, was viele Prüfer auch in der Praxis, so jedenfalls unsere Beobachtung, immer wieder falsch machen. Da werden dann Thesen aufgestellt, wird gesagt, ja, das ist alles nicht richtig, das ist nicht ganz vollständig, das ist nicht verständlich. Deswegen bin ich jetzt hier schätzungsbefugt und ich gehe mal davon aus, aggregiert betrachtet, das Unternehmen hat 5 Millionen zu wenig Gewinn gemacht. Ja. So eine simple Argumentationsstruktur, die sehr, sehr gerne von Prüfern aufgebaut wird, die ist nicht zulässig, um es ganz klar zu sagen. Das geht nicht. Ja, und der Herr Puls hat es ja eben schon angesprochen. Wann ist denn eine Dokumentation überhaupt unverwertbar? Und meine persönliche Auffassung ist, das ist sehr, sehr eng auszulegen, insbesondere im Rahmen der EU. Und das mit Verweis auf das doch grundlegende Urteil des BfH, ganz unten die letzte, der letzte Bullet Point auf unserer Folie vom 10. April 2013, in dem es darum ging, ob die Pflicht zur Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation überhaupt europarechtskonform ist. Und was der BfH gesagt hat, ist, zunächst hat er festgestellt, es ist verletzt die Grundfreiheiten. Hier in diesem Fall war es die Dienstleistungsfreiheit, im Normalfall wird es die Niederlassungsfreiheit sein, weil es eben einen innerdeutschen Fall oder einen grenzüberschreitenden Fall diskriminiert gegenüber einem innerdeutschen Fall, bei dem keine Dokumentation zu erstellen ist. Allerdings sah der BfH Rechtfertigungsgründe, aber jeder Eingriff muss dann den Maßstab der Verhältnismäßigkeit beachten und muss ein geeignetes Mittel sein. Das ist die Dokumentation zweifelsohne, aber muss auch gleichzeitig das mildeste Urteil sein. Und der BfH hat in seiner Urteilsbegründung damals schon quasi mit dem Zaunpfahl gewunken, indem er gesagt hat, jetzt den Katalog, den die Finanzverwaltung in den Verwaltungsgrundsätzen verfahren, durchdekliniert in Bezug auf die vorzulegenden Informationen, den hat er explizit nicht geprüft, sondern es ging nur dem Grunde nach, aber nicht dem Umfang der Dokumentation nach. Und dem Steuerpflichtigen steht der Klageweg, so steht es wörtlich in der Urteilsbegründung drinnen, steht der Klageweg offen festzustellen, ob es hier nicht zu überbordenden oder überzogenen Informationsanforderungen kommt. Ich denke, das hebt die Hürde, zumindest in EU-Fällen, für die Feststellung der Unverwertbarkeit einer Dokumentation sehr hoch, weil, und das sehen Sie hier oben auf der Folie, weil im Grunde genommen die einzige Anforderung ist, das in der Dokumentation darzulegen, dass Sie als Steuerpflichtiger bei der Setzung der oder Vereinbarung der Geschäftsbeziehungen den Fremdvergleichsgrundsatz beachtet haben. Also das ist in der Tat der springende Punkt.
Man muss auch dazu sagen, dass bereits aus dem Wortlaut der Dokumentationsverpflichtung ja ersichtlich wird, dass der Steuerpflichtige immer nur ernsthaftes Bemühen im Grunde schuldet. Es wird also kein oder es kann kein strengen Beweis im eigentlichen Sinne gefordert werden, dass also die gesetzten Verhandlungspreise wirklich den Kampfvergleichsgrundsatz entsprechen. Das ist nicht notwendig. So in dieser Intensität muss der Steuerpflichtige nicht dokumentieren. Das sagt also bereits der Wortlaut des Gesetzes, wie auch der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung. Das wird von der Finanzverwaltung in der Praxis sehr gerne umgedreht, das Thema. Wenn Sie nochmal in die verwaltungskonstitutive Verfahren, von denen wir gerade sprachen, reinsehen, auch da steht drin, dass wenn die Finanzverwaltung der Auffassung ist, dass eine Verrechnungspreisdokumentation im Wesentlichen nicht verwertbar ist, dann hat sie den Steuerpflichtigen unverzüglich, so steht es im Wortlaut dort drin, und da haben sie die Prüfer auch gebunden. Das ist für die letztendlich eine bindende Verhaltensanweisung des obersten Dienstherrn in Gestalt des Bundesfinanzministeriums, sind die Prüfer angehalten, Nachbesserungen zu suchen beim Steuerpflichtigen. Auch das wird in der Praxis falsch gemacht von vielen Prüfern. Da wird sich die Verrechnungspreisdokumentation angeguckt, es wird gesagt, das ist alles nicht verwertbar. Es werden zwei, drei Punkte als Beispiele zitiert und dann wird geschätzt. Auf der Basis, meine Damen und Herren, dürfen Sie sich nicht auf die Diskussion mit den Prüfern einlassen. Ja, also so ein Vorgehen seitens der Prüfer, das ist nicht rechtmäßig, muss man ganz klar sagen. So, wenn wir jetzt noch einmal zurückkehren zu unserer Folie mit den Sanktionen, dann haben wir noch zwei weitere Sanktionen, die wir hier sehen, das Verzögerungsgeld. Wenn Sie also im Rahmen einer Betriebsprüfung die Prüfungsanforderungen oder Anfragen des Betriebsprüfers nicht fristgemäß beantworten und auch auf nochmaliges Hinweisen und auch Androhen des Verzögerungsgelds nicht reagieren, dann kann dieses Verzögerungsgeld festgesetzt werden in einer Höhe von doch bis zu schmerzhaften 250.000 Euro. Und das wird gemacht. Also in der vollen Höhe habe ich es jetzt persönlich noch nicht gesehen, aber bis zu 40.000 Euro ist es auf alle Fälle in meinen eigenen Fällen auch schon einmal gegangen. Und das ist doppelt schmerzhaft, weil Sie müssen dann trotzdem die Unterlagen beibringen, weil sonst andere Zwangsmittel vielleicht auch noch eingesetzt werden können, und zum anderen können Sie diese Strafen steuerlich ja auch nicht einmal geltend machen. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang die Frage, und ich glaube, dazu haben wir sogar nochmal eine eigenständige Folie hier zum Verzögerungsgeld. Interessant ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal die Frage, kann bei verspäteter Abgabe der Dokumentation ein Verzögerungsgeld festgesetzt werden? Und wir sind der Auffassung, dass dies nicht möglich sein sollte nach dem Prinzip des Lex Specialis. Für die verspätete Vorlage einer Verrechnungspreisdokumentation hat der Gesetzgeber eine spezielle Norm, nämlich hier den 162 Absatz 4 geschaffen, der dann eben einspringt und es für diesen Fall nicht zur Festsetzung eines Verzögerungsgeldes kommen sollte. Und wenn wir jetzt hier den Katalog, den letzten anschauen, das ist das aktuellste, ja jetzt erst durch das BEPS 1 Umsetzungsgesetz neu aufgekommen, die Verpflichtung für Sie einer länderbezogenen Berichterstattung nach § 138a Abgabenordnung. Wenn Sie dieser nicht nachkommen, Sie müssen ja in Zukunft nach 138a Absatz 5 in der Steuererklärung, also ab dem Jahr 2017, bekannt geben oder darlegen, welche Gesellschaft in Ihrem Konzern das Kanti-Reporting an welche Finanzbehörde übermittelt. Wenn Sie das nicht tun oder wenn eben die Konzerngesellschaft dann kein Kanti-Reporting übermittelt, dann droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Was? Wenn wir jetzt schon beim BEPS 1 Umsetzungsgesetz sind, dann sehen wir hier auch eine weitere Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten. Vielleicht nur ein kleines Wörtchen, aber das könnte zu einem schärferen Schwert für die Finanzverwaltung werden. Es ist mal wieder belabelt als eine Klarstellung. Aber wenn wir schauen, was hier passiert im ersten Satz, dann ist der fett markierte Satz hinzugekommen. Dann sind nämlich, legt der Steuerpflichtige, vorher hieß es, keine Aufzeichnungen vor, und jetzt heißt es, legt der Steuerpflichtige über einen Geschäftsvorfall keine Aufzeichnungen vor.
Das heißt, die Sanktionsmöglichkeiten, die hier mit 5.000 Euro Zuschlag bewährt werden, sind jetzt nach Lesart der Finanzverwaltung und neuer gesetzlicher Lage sogar pro Geschäftsvorfall zu sehen. Und da stellt sich die Frage, wenn Sie jetzt 30, 40 Lieferbeziehungen mit verbundenen Unternehmen in der Welt haben und davon aber nur die größten 5 dokumentiert haben, hat die Finanzverwaltung jetzt das Recht, für die anderen 25 Transaktionen jeweils 5.000 Euro Strafzuschlag festzusetzen. Und ich denke, und das ist auch die Antwort auf die Frage, die wir vorhin hatten, was ist denn der Umfang der Verrechnungspreisdokumentation? Ich denke, da hilft ein Blick in den Paragraph 2 Absatz 6 der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung, in dem gesagt wird, dass die Verrechnungspreisdokumentation regelmäßig auch nur im Rahmen einer Außenprüfung überhaupt angefordert werden soll. Und dann, und das ist Satz 3, dann soll auch Art und Umfang der angeforderten Aufzeichnungen angegeben werden. Und ich denke, das ist hier das Schutzschild, was dem Steuerpflichtigen bleibt. Wenn die Finanzverwaltung jetzt wirklich hier pro Geschäftsvorfall und eben nicht normal sehr zielorientierte oder risikoorientiert herangeht, sondern kleinlich pro Geschäftsvorfall, dann muss man auch kleinlich antworten und sagen, wenn nicht jeder Geschäftsvorfall angefragt ist, dann ist hier auch keine Aufzeichnung vorzulegen. Ja, also das bedeutet für Sie in der Praxis ganz klar, dass praktisch Ihre Verteidigungstätigkeit gegen die Finanzverwaltung im Rahmen einer steuerlichen Prüfung im Grunde schon weitaus früher ansetzen muss. Also die Anfrage zur Vorlage der Verrechnungspreisdokumentation als solche in dieser Pauschalität, die muss im Grunde schon in Anführungsstrichen angegriffen werden, wenn man sagt, wir brauchen eine Klarstellung, was denn im Grunde an Geschäftsvorfällen hier dokumentarisch angefragt worden ist. Also dieses pauschale Begehren, was wir in der Praxis auch sehr, sehr häufig sehen, dass die Finanzverwaltung um die Ecke kommt und sagt, wir hätten gerne Verrechnungspreisdokumentation vom Unternehmen XY GmbH, das ist in dieser Pauschalität gerade im Lichte dieser neuen Sanktionsmöglichkeiten des 162 Absatz 4, das ist so nicht mehr zu tolerieren, muss man ganz offen sagen. Und das ist wichtig, wie ich eingangs sagte, für Sie in der Praxis, dass Sie sich schon zu diesem Zeitpunkt entsprechend mit der Finanzverwaltung verständigen, dass Sie sagen, Moment, also diese pauschale Anforderung der Verrechnungspreisdokumentation, die können wir so nicht nachvollziehen und die wird wahrscheinlich auch so mangels inhaltlicher Bestimmtheit auch nicht einer finanzgerichtlichen Nachprüfung standhalten können. Gut, auf der nächsten Folie haben wir noch weitere Informationen oder noch einmal über die Kette mit der Schätzbefugnis aufgezeichnet, die dann auch, und wie gesagt, wir kriegen ja auch die Folien im Nachgang noch einmal, dann zu der Feststellung führt, die der Dr. Puls eben ja auch schon einmal dargelegt hat, dass der Steuerpflichtige, und so steht es sogar wörtlich drin, das ist hier der erste Satz, den wir zitiert haben, nicht die objektive Beweislast, also die Feststellungslast, trägt für die Fremdüblichkeit der Verrechnungspreise. Nach der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung ist lediglich gefordert, das ernsthafte Bemühen, eben die Geschäftsbeziehung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz zu gestalten. Da sehen wir zurzeit einige Fälle, wo eben pauschal der Ansatz des Steuerpflichtigen einfach verworfen wird, ohne etwas anderes entgegenzusetzen. Und wir haben der Betriebsprüfung, das geht jetzt auf die Schlussbesprechung zu, in einem Fall doch klar gemacht, die eigenen Verwaltungsgrundsätze da nochmal zitiert, hier 3.4.20, dass eine Einkünfteberichtigung nur möglich ist, wenn das Ergebnis des Steuerpflichtigen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dem Fremdvergleich entspricht und das von der Finanzbehörde vertretene Ergebnis zumindest wahrscheinlicher ist. Wenn die Finanzverwaltung aber sagt, zum Beispiel die Lizenz war 2%, der Steuerpflichtige hat sie aufgrund von Benchmarkings und auch um steuerliche Pflichten in anderen Land zu erfüllen, dann auf den vielleicht Median von 4% angehoben, der Auffassung ist, die 2% pauschal sind richtig und eine Erhöhung nicht zustimmt, ohne weitere Nachweise dafür vorzulegen, dann erfüllt sie sicherlich hier diese Wahrscheinlichkeitsüberlegung nicht, sodass eine Einkünfteberichtigung dann verfahrensrechtlich nicht möglich sein sollte. Zumal, und auch das ist eben ständige Rechtsprechung des BFH,
dass eben hier eine Einkünfteberichtigung ja eine verdeckte Gewinnausschüttung ist, wofür regelmäßig und grundsätzlich das Finanzamt die Feststellungslast trägt. Etwas anderes gilt, und das sehen Sie hier im letzten Absatz, für den Beweisverderber. Und deshalb kommen wir wieder zu dem Punkt, wie wichtig es ist, seine Mitwirkungspflichten zu kennen und auch zu erfüllen. Weil wenn Sie die Mitwirkungspflichten nicht erfüllen, die Ihnen obliegen, dann gilt für die Finanzverwaltung ein reduziertes Beweismaß und sie kann sogar zu Lasten des Steuerpflichtigen ausgenutzt werden. Man muss dazu sagen, das Ganze hat auch eine psychologische Komponente, muss man fast sagen. Also diejenigen, die wenigen Fälle, die bislang von den Finanzgerichten entschieden worden sind im Verhängungspreisbereich, da haben die Richter schon wirklich sehr genau hingeguckt, hat der Steuerpflichtige wirklich seinen Mitwirkungspflichten Genüge getan. Also wenn Sie da letztendlich sich mit der Finanzverwaltung nicht einigen können, ins Einspruchsverfahren gehen, auch das verläuft nicht zu Ihren Gunsten und Sie dann den nächsten Schritt gehen und ein Finanzgericht anrufen, ist es ganz wichtig, dass Sie auch gegenüber dem Gericht im Grunde darlegen können, jawohl, wir haben unsere Mitwirkungspflichten wirklich vollumfänglich erfüllt. Wir haben auch die Auskunftsbegehren der Finanzverwaltung zeitgerecht umfänglich geantwortet. Also das ist erfahrungsgemäß ein ganz wichtiger Punkt, der einfach auch eine gewisse psychologische, wie gesagt, Wirkung hat, wenn Sie mal vor der Richterbank stehen. Das ist eine Fragestellung, die wird jeden Richter sehr interessieren. Er wird immer fragen, Moment, gibt es hier vielleicht Anhaltspunkte dafür, dass der Steuerpflichtige einen Sachverhalt verschleiern wollte? Wollte der vielleicht nicht mit offenen Karten spielen? Konnte die Finanzverwaltung gar nicht anders? Dass man das jetzt nicht unter diesen, sage ich mal, unter diese rechtlichen Regularien subsumieren kann. Das Ganze hat, wie gesagt, ein gewisses Geschmäckle und da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man da letztendlich den richtigen Ton trifft und sagt, Mensch, wir haben uns bemüht und wir haben, wie gesagt, alles das, was uns wirklich in unserer Macht stand, das haben wir getan. Wir haben uns wirklich ernsthaft bemüht, so wie es auch dann im Gesetz steht und in der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung. So, bevor wir dann jetzt zu dem zweiten großen Block kommen, Klage versus Verständigungsverfahren, haben wir jetzt zu diesem Komplex, den wir angesprochen haben, noch ein kleines Fallbeispiel, das die Frau Träger Ihnen vorträgt. Ja, genau. Also wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass nach der Neufassung des 122 Absatz 4 Satz 1 AO auf einen Geschäftsvorfall abgestellt wird. Das kann man sich allerdings in manchen Fällen auch zum Vorteil sozusagen nutzen. Und zwar war in unserem konkreten Fall war Folgendes, also der Steuerpflichtige hatte eine Lizenztransaktion dokumentiert, das war die größte Transaktion. Man hat hierbei die CAP-Methode angewandt, also hat Vergleichsverträge vorgelegt und hat ein oder zwei kleinere Transaktionen nicht dokumentiert. Die Betriebsprüfung wollte sich dann diesen Fall zu eigen machen und hat gesagt, naja, Sie haben aber, wie man es hier auch in diesem Schreiben dann sieht, das wir vorgelegt haben, Sie haben also Cashpooling und Finanztransaktionen zu den Zinssätzen nicht dokumentiert. Daher würden wir dann jetzt in den Bereich der Schätzung kommen. Sie haben Ihre Mitwirkungspflichten verletzt und die BP hat dann also die Schätzung im Rahmen der Lizenztransaktion, die ja umfassend dokumentiert war, angewandt und hat dann also so eine Art Daumenregel, also ähnlich der Knoppeformel angewandt und wollte auf dieser Basis dann eine Anpassung der Lizenzhöhe durchsetzen. Und da haben wir natürlich ganz klar gesagt, also erstmal ist die CAP-Methode vorrangig anzuwenden. Und zum anderen besteht hier natürlich keine Schätzungsbefugnis im Hinblick auf die Lizenztransaktion, da diese ja umfassend dokumentiert war. Und haben dazu dann auch auf den Wortlaut der Neufassung verwiesen, das 162 Absatz 4. Und im Übrigen war dann natürlich auch die Argumentation, dass die Betriebsprüfung sich ja nicht bei ihrer Schätzung auf eine Daumenregel verlassen kann, die dann wiederum auf einer Vielzahl von verschiedenen Lizenzverträgen, ich glaube etwa 1500 verschiedene Lizenzverträgen basiert
und hat aber dann gleichzeitig die CAP-Methode des Steuerpflichtigen, die ja auf einer ganz geringen Anzahl von Vergleichsverträgen basiert hatte, abgelehnt. Und damit, also mit dieser Argumentation waren wir letztendlich auch erfolgreich. Achso, ja, dann kommen wir gleich auch schon zum nächsten Thema. Und zwar geht es hier um die verbindliche Auskunft, die verbindliche Zusage und die tatsächliche Verständigung. Also die Frage, was passiert, welche Möglichkeiten habe ich denn, mich unilateral mit der Finanzverwaltung zu verständigen? Wir haben also jetzt dann im Folgenden mal ganz kurz zusammengefasst, worum es sich dabei handelt. Also die verbindliche Auskunft ist in § 89 Absatz 2 AO geregelt. Hierbei geht es um die Beurteilung von Rechtsfragen im Rahmen eines noch nicht verwirklichten Sachverhalts. Im Gegensatz dazu ist die verbindliche Zusage, geht es um einen Sachverhalt, der für die Zukunft wirkt. Also im Normalfall wird eine verbindliche Zusage im Anschluss an eine Betriebsprüfung erteilt. Dann gibt es daneben noch die tatsächliche Verständigung und diese betrifft auch einen bereits verwirklichten Sachverhalt und üblicherweise einen, der nur unter erschwerten Umständen ermittelt werden kann. Bei der verbindlichen Auskunft muss man sagen, dass eigentlich Gegenstand dieser Auskunft jede steuerliche Frage sein kann. Allerdings ist die Relevanz im Bereich der Verrechnungspreise begrenzt, denn im Merksatz zu den APAs aus 2006 ist ausdrücklich geregelt, dass Verrechnungspreiszusagen mit BWA-Staaten hierunter nicht fallen. Und von daher begrenzt sich eigentlich der Anwendungsbereich bei Verrechnungspreisfragen nur auf die Fälle von Betriebsstättenbegründungen. Die verbindliche Zusage, bei der verbindlichen Zusage, wie gesagt, die ergeht im Anschluss an eine Außenprüfung und hier besteht auch ein relativ enger Ermessensspielraum der Finanzverwaltung. Die in § 204 AO ist ausdrücklich geregelt, dass die Zusage dem Steuerpflichtigen auf Antrag verbindlich erteilt werden soll, wenn die Kenntnis der zukünftigen steuerrechtlichen Behandlung für die geschäftlichen Maßnahmen des Steuerpflichtigen von Bedeutung ist. Ja, das ist eigentlich die Zusammenfassung der möglichen unilateralen Maßnahmen. Wir werden jetzt im weiteren Verlauf auf Möglichkeiten eingehen, die sich dann ergeben im Rahmen an auch üblicherweise, wenn also eine Anpassung im Rahmen einer BP vorgeschlagen wurde oder bereits vorgenommen wurde. Wir haben hier auf der ersten Folie mal zusammengefasst, welche Möglichkeiten es denn gibt. Also präventiv nochmal die verbindliche Auskunft, die also wie gesagt nur im Bereich von der Betriebsstättenbegründung eigentlich eine Rolle spielt. Und dann haben wir nachträglich unilaterale Möglichkeiten, das sind also Gegenanpassungen nach Artikel 9 des OECD-Musterabkommens bzw. Artikel 5 der EU-Schiedskonvention. Und eine weitere nachträgliche Möglichkeit ist natürlich der nationale Klageweg. Dann haben wir bilaterale Maßnahmen, die keinen Einigungszwang vorsehen. Das wäre einmal die Möglichkeit eines Vorabverständigungsverfahrens. Dann die Simultanprüfung bzw. die sogenannte Joint Audit. Dazu wird der Herr Dr. Puls nachher noch was sagen. Und dann haben wir die Möglichkeit, ein Verständigungsverfahren nach Artikel 25 des OECD-Musterabkommens einzuleiten. Und in den Fällen, in denen keine Schiedsklausel besteht, wäre das also ein Fall, bei dem kein Einigungszwang besteht. Wir haben allerdings natürlich auch zwischenzeitlich einige Doppelbesteuerungsabkommen, zum Beispiel mit den USA oder Frankreich, in denen man eine Schiedsklausel vereinbart hat. Und dazu besteht ja im EU-Raum auch noch die Möglichkeit, ein Verfahren nach der EU-Schiedskonvention einzuleiten, in dem man dann auch einen Einigungszwang hat.
Ja, dann wäre die Frage, also im Anschluss an eine BP stellt sich dann natürlich sehr häufig die Frage, wenn es zu einer Anpassung gekommen ist, ob ich jetzt ein Verständigungsverfahren einleiten sollte oder lieber den Klageweg beschreiten sollte. Wir haben jetzt hier auf dieser Folie mal zusammengestellt, welche Unterschiede wir denn zwischen den beiden Möglichkeiten haben. Und das sind also im Wesentlichen geht es hier um die Fragen der Verfahrensdauer, der Kosten, der Öffentlichkeit, Erfolgsaussichten und dann gibt es natürlich auch noch andere Fälle, in denen die eine oder andere Möglichkeit vorteilhaft sein kann. Was die Verfahrensdauer betrifft, haben wir im Rahmen der EU-Schiedskonvention ein Verfahren von 2 Jahren. Danach ist das Schiedskomitee einzusetzen. Bei der Klage ist es natürlich immer einzelfallabhängig, kann sich aber ebenfalls mehrere Jahre hinziehen, insbesondere wenn man dann auch durch Fallinstanzen geht. Was die Kosten betrifft, werden also im Verständigungsverfahren keine Kosten von Seiten des Staates erhoben, während beim Klageverfahren die unterliegende Partei die Verfahrenskosten trägt. Bei dem Verständigungsverfahren ist im Gegensatz zum Klageverfahren die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Also es ist ja sogar so, dass die Verfahren nur zwischen den betreffenden Staaten verhandelt werden. Der Steuerpflichtige selbst bzw. seine Berater werden ja bei diesen Verhandlungen auch nicht zugelassen. Also hier haben wir einen Ausschluss der Öffentlichkeit. Was die Erfolgsaussichten betrifft, ist ja im Rahmen der EU-Schiedskonvention, wie schon erwähnt, so, dass wir also einen Einigungszwang haben. Auch in anderen Fällen haben wir in der Mehrzahl der Verfahren eigentlich eine Einigung und damit eine Beseitigung der Doppelbesteuerung. Bei der Klage ist es natürlich so, dass die Doppelbesteuerung nur dann beseitigt wird, wenn der Steuerpflichtige zu 100% obliegt. Ansonsten würde im Verhältnis des Unterliegens die Doppelbesteuerung bestehen bleiben. Dann gibt es noch weitere Fälle, in denen eine Klage vorteilhaft sein kann. Also das ist zum Beispiel, wenn einfach kein Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden ist. Das heißt, ich hätte auch gar keine Möglichkeit, in ein Verständigungsverfahren einzutreten. Oder es kann auch dann der Fall sein, wenn im anderen Vertragsstaat eine geringe oder gar keine Besteuerung besteht. Das heißt, ich würde ja so viel nicht gewinnen durch die Einleitung eines Verständigungsverfahrens. Dann kann es sich anbieten, gerade wenn es um jetzt solche Fragen, wie wir das vorhin besprochen haben, bestand überhaupt eine Schätzungsbefugnis oder so etwas in der Art, gerade verfahrensrechtliche Fragen, wenn die hier Gegenstand der Betriebsprüfung waren, dann kann es sich anbieten, eine Klage einzuleiten oder wenn im Ausland die Gegenberichtigung nicht möglich ist, weil hier einfach eine absolute Verjährung bereits eingetreten ist. Und ansonsten könnte es auch noch der Fall sein bei Vielländerfällen, wenn man also eine Vielzahl von Verständigungsverfahren einleiten müsste, um den Fall überhaupt zu klären. Ja, ich denke, wenn man sich diese Tabelle anschaut, dann sehen wir in der Vergangenheit war, und es ist auch, wenn man die ersten 4 Punkte abarbeitet, ist das Verständigungsverfahren schon das Verfahren der ersten Wahl. Aber, und das sehen wir zunehmend, wir haben Mandanten, die eben jetzt in die letzte Kategorie reinfallen und wir bereiten uns zusehends auch hier auf finanzgerichtliche Verfahren vor, um hier eben gerade, und das ist es, was die Frau Träger auch sagte, Fälle zu bearbeiten, in denen wir auch sehen, dass wir hier mit verfahrensrechtlichen Argumenten, die im Verständigungsverfahren so gut wie keine Rolle spielen, hier dann punkten können. Ja. Man in dem Zusammenhang vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass wir momentan einige Fälle sehen, in denen die Finanzverwaltung erstmal versucht ist, die Betriebsprüfung abzuschließen und sagt, Moment, wir können die Diskussion weiterführen, allerdings dann nicht im Rahmen der steuerlichen Außenprüfung, im Rahmen dieses Verfahrensstadiums, sondern dann geht es bitte weiter in das Einspruchsverfahren oder auch in das Klageverfahren. Und wir haben jetzt einen großen Fall, wo also die Verwaltung dann im Grunde scharf gezogen hat, muss man sozusagen, die gesagt haben, wir wollen die Prüfung abschließen, wollen unsere Statistik auch nicht belasten, wollen die Erledigungszahlen weiter hochhalten und wir führen die Diskussion im Grunde weiter im Rahmen des Einspruchsverfahrens. Und ob wir uns da werden verständigen können, das weiß ich noch nicht. Der Fall ist sehr komplex, wobei also der zuständige Sachgebietsleiter mir gesagt hat, man könne sich ja auch noch vor dem Finanzgericht einigen. Auch das scheint jetzt so eine taktische Marschroute zu sein, Fälle aus der
aus dem eigentlichen, sag ich mal, Stadium der Störchenausbrütung rauszutragen, in ein Einspruchs- oder Klageverfahren reinzutragen und vielleicht auch in Anbetracht, sag ich mal, einer Richterbank, in Anbetracht eines, sag ich mal, Dritten, eines ja, Berichterstatters auf Seiten eines Finanzgerichtes, da nochmal vielleicht ja, frischen Wind in so einen Fall reinzukriegen, um vielleicht auch den Steuerpflichtigen zu einer Einigung zu bewegen. Also man wird abwarten müssen, wie sich diese Fälle entwickeln. Fakt ist, diese Arten von Fällen, die gibt es und die werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch vermehrt sehen. Also ich gehe davon aus, und das ist auch so das, was wir bundesweit sehen, auch von den Deloitte-Kollegen an anderen Standorten, was auch so in der Szene auch diskutiert wird, ist, dass wir in Zukunft mehr Fälle bei den Finanzgerichten sehen werden, die sich um Rechnungspreisfragestellungen drehen werden. Gut. Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, den man nicht ganz hier vergessen sollte, im Rahmen der Einleitung von Verständigungsverfahren wird es häufig so gemacht oder in üblicher Weise wird es so gemacht, dass man einen Einspruch einlegt und diesen ruhen stellt. Hierbei ist aber zu beachten, dass natürlich der, wenn man jetzt eine Aussetzung der Vollziehung beantragt, die Zinsen weiterlaufen. Und in Deutschland ist es ja nun mal so, dass wir eine Versteuerung von 6% per annum haben. Also das sind erhebliche Zinsen. Auch im Vergleich zu anderen Staaten ist es ein sehr, sehr hoher Zinssatz, sodass sich die Frage stellt, ob man nicht lieber zahlt und dann nachher im Rahmen der Erstattung auch nochmal eine Forderung gegen den Staat dann hat in entsprechender Höhe. Und was auch zu beachten ist, ist, dass selbst wenn man also, wenn eine Einigung erzielt wird im Rahmen des Verständigungsverfahrens und man dann im anderen Land eine Teilerstattung bekommt, sich ja trotzdem noch eine Lücke ergeben kann, dadurch, dass die Zinsen vielleicht in Niederlanden oder in Frankreich oder in Österreich wesentlich niedriger sind als in Deutschland. Genau, und da gibt es ja auch das Urteil vom BFH, dass diese Zinsen nicht im Billigkeitswege nachgelassen werden, sondern eben dann vom Steuerpflichtigen zu tragen sind. Insofern, das ist ein Element, was wir auch immer häufiger in Kalkulationen sehen und in Beurteilungen, wie schnell man jetzt hier vielleicht doch vorankommen sollte. Ja. Es gibt auf Basis des revidierten Code of Conduct zur EU-Schiedskonvention die Empfehlung, dass also auch Zinsfragestellungen künftig mit in die Lösung von Doppelbesteuerungskonflikten einbezogen werden sollen. Da sind die Erfahrungen noch sehr limitiert, muss man ganz offen sagen, aber das ist Wunsch und Wille, dass die Fragen von Zinsen, die aufgelaufen sind im Rahmen von dann ruhenden Besteuerungsverfahren, dass die im Grunde einer Einigung im Rahmen eines Verständigungs- oder Schiedsverfahrens oder auch zugänglich sind. Da wird man mal abwarten müssen, wie sich das in der Praxis ausgestaltet. Aber damit ist zu rechnen, wenn man das vermehrt, auch diese Zinsfragestellung im Rahmen von Verständigungsverfahren mit abgehandelt haben. Gut, wenn Sie sich dann für einen gerichtlichen oder außergerichtlichen und dann gerichtlichen Rechtsbehelf entscheiden, dann ist natürlich, ich sag mal, pures Recht und Steuerrecht gefragt. Dann sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Einspruchs und dann aber auch hier auf der nächsten Folie die Klage, die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Klage zu prüfen. Aber da, in diesen Punkten, lassen wir uns auch immer intern von unseren Kollegen von Deloitte Legal beraten, die da unheimlich viel Erfahrung auf diesem Gebiet haben und schon zig finanzgerichtliche und Verfahren geführt haben. Und deshalb darf ich jetzt an meine Kollegen Grünwald und Neuling abgeben für eine kleine Vorstellung deren Tätigkeit, die sie hoffentlich nicht nutzen, hier wieder in Werbeunterbrechung noch einmal in die Küche zu gehen und sich einen neuen Kaffee zu holen, sondern dann bitte den Kollegen hier auch weiter folgen. Vielen Dank für die freundliche Überleitung. Hier aus Berlin begrüßen Sie ganz herzlich Ulrich Grünwald und mein Kollege Alexander Neuling. Wir sind beide im Bereich Controversy und Litigation tätig und kommen immer dann ins Spiel, wenn eine Betriebsprüfung ins Stocken gerät, wenn man sich verfahrensrechtlich festgefahren hat oder wenn der Prüfer von seinen Kompetenzen in einer Art und Weise Gebrauch macht, von der wir glauben, dass er damit seine Kompetenzen überschreitet. Da gibt es Möglichkeiten verhandlungstechnischer Art und formeller Art. Und zunächst zu den formellen Rechtsbehelfen informiert Sie mein Kollege Alexander Neuling. Vielen Dank, Ulrich.
zu den förmlichen, behördlichen, gerichtlichen Verteidigungsmöglichkeiten, die Sie in Betriebsprüfungen haben, würde ich ganz gerne zweierlei sagen. Einmal zum Anlass, zum zweiten zum Ablauf. Wie läuft so eine Auseinandersetzung ab? Zuerst zum Anlass. Wir hatten schon gehört heute, Verzögerungsgelder können auftreten. Ich würde ganz gerne einen zweiten Punkt hier ansprechen, und das ist der Informationsaustausch, und zwar vor allem der internationale Informationsaustausch, der angestoßen durch steuerpolitische Entwicklungen, BEPS und Ähnliches, immer drastischere Formen annimmt, zuletzt entschieden vom FG Köln mit einem Beschluss aus 2015 in einem besonders extremen Fall, sogenannte E6-Entscheidung, in der sich 6 Staaten zusammengetan haben und im Prinzip, knapp gesagt, anlasslos, ohne jede steuerliche Relevanz, Informationen, wirtschaftliche Kennzahlen eines Unternehmens austauschen wollten. Und in dem Fall ist der Steuerpflichtige dann in der BP gerichtlich eingeschritten. Wie geht sowas? Wie sieht sowas in der Praxis aus? Wie läuft sowas ab? Die Red Flag, das Alarmsignal, ist die Anhörung des Prüfers oder eingeschaltetes Ministeriums, das eben beabsichtigt ist, Informationen entweder auf Anfrage oder spontan zu liefern ins Ausland. Dann tun wir üblicherweise Folgendes. Zunächst einmal bei jeder Auseinandersetzung, behördlich oder gerichtlich, für Sie als Unternehmen auch ein wirtschaftlicher Beweggrund ist, nicht primär ein rechtlicher, aber vor allem auch eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen werden muss, ist, dass wir die Erfolgsaussichten einschätzen. Was heißt Einschätzung der Erfolgsaussichten? Einmal Streitwert, worum wird gestritten? Einmal Kosten, was ist das Kostenrisiko, gerichtlich und außergerichtlich? Und dann inhaltlich, und an der Stelle möchte ich Bezug nehmen auf etwas, was Herr Dr. Pulz schon sagte, Beweislast. Was wir in der Praxis sehen, ist, dass das Thema Beweislast oft missverstanden wird. Beweislast bedeutet nicht, wenn ich mich um eine Dokumentation bemühe, kann mir nichts passieren. Ich muss, und der Punkt wurde gemacht und den möchte ich hier im gerichtlichen Kontext nochmal betonen, wenn ich während der BP den Eindruck vermittle, vielleicht sogar ein Beweisverderber zu sein, dann droht vor Gericht, dass man hinten runterfällt. Wie sieht sowas aus? Der Richter argumentiert dann wie folgt, weil ein Beweisverderber, ein Sachverhalt gegeben ist, in dem Beweise verdorben wurden, die Mitwirkungspflicht nicht erfüllt wurde, komme ich gar nicht als Richter in die Situation, dass der Fremdvergleich für mich unklar ist und die Beweislastentscheidung zulasten des Finanzamtes ausgehen muss. Dann zieht er sozusagen den Stecker schon an der Stelle, dass die Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen nicht erfüllt wurde und es gar nicht zu einer Beweislastentscheidung kommt. Heißt, der Steuerpflichtige kann einen solchen Prozess verlieren, obwohl die Beweislast zulasten des Finanzamtes ausgestaltet ist. Das sind BP-typische, verrechnungspreistypische inhaltliche Fragen, die sich im Zuge der Vorbereitung eines solchen Rechtsschutzes stellen. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal die klassische Klage, wo sich die Fragen stellen, welche Frist, wer ist der richtige Kläger, wogegen muss ich mich wehren, gegen welchen Bescheid. Aber viel wichtiger in einer solchen Betriebsprüfungssituation der sogenannte einstweilige Rechtsschutz gegen Bescheide über die sogenannte Aussetzung der Vollziehung, ADV, oder in diesen Informationsaustauschfällen, wo ich das Finanzamt von einem aktiven Tun abhalten will, der sogenannte Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Hier ist in der Praxis wichtig zu berücksichtigen, es ist ein summarisches Verfahren, vorläufiger Rechtsschutz, das heißt, die Richter berücksichtigen nur präsente Beweismittel. Also alles, was ich vorbringen möchte, muss ich im schriftlichen Antragsverfahren vorbringen. Es gibt grundsätzlich keine mündliche Verhandlung, in der ich irgendetwas nachschieben kann. Und dann ergeht im einstweiligen Rechtsschutz erfahrungsgemäß nach 3 bis 6 Monaten eine Entscheidung. Wenn es im Klageverfahren in der sogenannten Hauptsache weitergeht vor Gericht, dann stellen sich in der Praxis Fragen wie beispielsweise Akteneinsicht. Das heißt also, ich habe im gerichtlichen Verfahren erstmals den gesetzlich gesicherten Anspruch, die Akten, und dazu gehören nach BfH-Rechtsprechung auch die Handakten des Prüfers zu sichten. Wir vertreten in der mündlichen Verhandlung, die ist, wie bereits gesagt, grundsätzlich öffentlich. Allerdings, der Vollständigkeit halber sei an der Stelle angemerkt,
dass es im Finanzgerichtsprozess, anders als vor den ordentlichen Gerichten, die Möglichkeit sehr weitgehend wegen des Steuergeheimnisses und des Bedürfnisses des Steuerpflichtigen, seine Betriebsgeheimnisse zu schützen, ein sehr weitgehendes Recht gibt, den Antrag zu stellen, die Öffentlichkeit auszuschließen. Das heißt, wir vertreten auch in der mündlichen Verhandlung und, wenn es nötig wird, auch dann in der Rechtsmittelinstanz beim Bundesfinanzhof. Vielen Dank. Wir haben hier das Bild verloren, deswegen bitte ich die Regie, auf die Folie 42 zu klicken. Wir haben immer wieder mal die Erfahrungen gemacht, dass eine Betriebsprüfung in Stocken gerät, sei es aus sachlichen Gründen, auch aus persönlichen Gründen, dass man sich einfach festgefahren hat und die Kommunikationsebene schwierig ist, wieder zu bestreiten. Wir haben für diese Zwecke aufgrund der Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, ein Team erfahrener Berater zusammengestellt, die Leistungen, die wir überschrieben haben, verhandlungstechnische BP-Begleitungen anbieten. Was machen wir in diesem Zusammenhang? Wir begleiten die Betriebsprüfung, die sich hier festgefressen hat, umfassend. Wir arbeiten einen Maßnahmenkatalog zur Vorbereitung und Durchführung von Besprechungen, die wir individualisiert auf das konkrete Mandat und auf die konkrete Verhandlungsposition anpassen. Das führt teilweise dazu, dass wir als Art Mediator, jetzt nicht im technischen Sinn, in die Verhandlungen einsteigen. Und die Erfahrungen zeigen, dass es häufig gelingt, wenn eine neue Person in eine Verhandlung mit einsteigt, sowohl auf Seiten des Beraters als dann möglicherweise auch auf Seiten der Finanzverwaltung, dass sich diese Blockade lösen lässt und man nicht die festgefahrene Verhandlung mit einem dann vielleicht nicht so ganz zufriedenstellenden Kompromiss beendet, sondern im Rahmen einer offenen Verhandlung wieder zu dem auf den Verhandlungsweg zurückgerät und die Betriebsprüfung zu einem Ergebnis führen kann, die auch im Sinne des Steuerpflichtigen akzeptabel ist und die Beschreitung des Rechtswegs nicht für erforderlich macht. So viel hierzu. Ich gebe wieder zurück an die Regie. Ja, vielen Dank, Herr Ulrich Grünwald. Und vielleicht dazu noch ergänzend, wir haben auch dieses Team, der Dr. Puls und ich, waren auch an diesem Verhandlungstraining teilgenommen, so zusammengestellt, dass auch alle Steuerarten abgebildet sind. Das heißt, wir haben Experten aus dem Bereich Verrechnungspreise, die als Moderator dienen können, aber natürlich auch das fachliche Verständnis der diskutierten Fachfragen haben. Wir haben Kollegen, die im Bereich Umsatzsteuer, im Bereich Versicherungssteuer ihre Expertise haben. Wir haben Kollegen aus dem ganz normalen Bereich der körperschaftssteuerlichen Beratung, die an dem Training teilgenommen haben, sodass wir hier ein sehr breites Bündel an Kollegen haben, die eben sowohl die fachliche Expertise mitbringen, als auch hier die Verhandlungsmethodik nach dem Deloitte-Konzept verinnerlicht haben. Gut, aber wir waren stehen geblieben bei der Frage Verständigungsverfahren und Schiedsverfahren und die Frau Träger wird hier weitere Überlegungen in diesem Bereich ausführen. Genau, ich würde dann noch ganz kurz vielleicht auf die Voraussetzungen für ein Verständigungsverfahren eingehen. Und zwar sprechen wir jetzt im Moment über die Verständigungsverfahren nach Artikel 25 OECD-Musterabkommen, die ja dann in den DBAs nachgebildet ist, der in den DBAs nachgebildet ist. Und hier ist also das Wichtigste ist, dass eine Maßnahme vorliegt, die zu einer Besteuerung führt, die dem DBA nicht entspricht, beziehungsweise die zu einer solchen Besteuerung führen wird. Also das heißt, man muss nicht abwarten, bis jetzt zum Beispiel ein Steuerbescheid erlassen ist, sondern man kann das Verständigungsverfahren auch schon vorher einleiten. Was auch wichtig ist zu beachten, ist die Antragsfrist von 3 Jahren. Also das ist jetzt hier nach OECD-Musterabkommen. Hier muss man unbedingt darauf achten, dass in den DBAs diese Fristen unterschiedlich geregelt sein können. Also die erstrecken sich von 2 bis 4 Jahren. Der Antrag wird grundsätzlich beim Bundeszentralamt für Steuern gestellt. In einigen der DBAs haben wir dann auch ein Schiedsverfahren. Das ist dann in Artikel 25 Absatz 5 geregelt. Und
Das heißt also, wenn innerhalb von 2 Jahren keine Einigung erzielt wurde zwischen den Steuerbehörden, wird das Schiedsverfahren eingeleitet. Derzeit bestehen solche Klauseln mit Frankreich, Kanada, Österreich, Schweden und den USA. In anderen Fällen gibt es einen solchen Einigungszwang dann nicht. Und vielleicht eine Überlegung noch, auch verfahrensrechtlich oder steuerrechtliche Frage. Was ist eine Maßnahme? Weil wir Fälle sehen, in denen der Steuerpflichtige selber weiß, wenn er diese oder jene Position in seiner Steuererklärung annimmt, dann steht das diametral der Auffassung der deutschen Finanzverwaltung entgegen, wenn auch vielleicht nicht dem Gesetz. Und er beugt sich dann der Auffassung der Finanzverwaltung. Und dann ist die Frage, hat denn hier überhaupt, wenn das dann zu einer Doppelbesteuerung führt, diese Position, die der Steuerpflichtige widerwillens einnimmt, haben wir dann überhaupt eine Maßnahme vorliegen? Und die Kommentarliteratur ist hier sehr eindeutig, weil sie sagt, die Maßnahme war hier der gesetzliche Wortlaut, der dazu führte, oder eben auch die ganz klare Position der Finanzverwaltung, wie ein solcher Fall zu behandeln ist, der ursächlich für die Doppelbesteuerung war, sodass auch diese Fälle dann einem Verständigungsverfahren offen sein sollen. Ja, also dann haben wir hier auf der nächsten Folie mal eine Übersicht zum EU-Schiedsverfahren. Und zwar haben wir hier also insbesondere den Unterschied, dass wir also einen Einigungszwang haben, wenn innerhalb von 2 Jahren keine Einigung zwischen den Behörden erzielt wurde. Dann wird also ein beratender Ausschuss eingesetzt, der dann 6 weitere Monate hat, um eine Einigung herbeizuführen. Was hier vielleicht wichtig ist, ist, dass die Finanzbehörden sich natürlich bemühen, diese Frist so weit wie möglich auszudehnen. Und wir sehen das also häufig, dass hier Nachfragen gestellt werden, weil die Frist von 2 Jahren natürlich erst nach Eingang des Antrags, also des vollständigen Antrags läuft und dass da auf Seiten der Finanzverwaltung auch versucht wird zu argumentieren, der Antrag sei nicht vollständig gewesen. Man stellt also Nachfragen, um diese 2-Jahresfrist dann entsprechend auszudehnen. Vielleicht, was dann auch noch wichtig ist, im Rahmen der EU hat man auch die Möglichkeit nach Artikel 5 EU-Schiedskonvention, um ein solches Verfahren überhaupt zu umgehen, hat man also die Möglichkeit, eine Gegenanpassung gemäß Artikel 5 zu erlangen. Also das heißt, die Steuerbehörde des Mitgliedstaats, der also beabsichtigt, eine Anpassung durchzuführen, der hat also die Gesellschaft darüber zu informieren, um dieser Gesellschaft wiederum Gelegenheit zu geben, ihre verbundenes Unternehmen im anderen Land zu informieren. Diese Gesellschaft kann dann wiederum den Mitgliedstaat im anderen Land informieren und kann hierüber eine Gegenanpassung erreichen. Also wenn das dann möglich ist, kann man natürlich auch das Verständigungsverfahren komplett umgehen. Was dann vielleicht noch wichtig wäre, also wenn man sich jetzt mal das im Vergleich anguckt, also das EU-Schiedsverfahren im Verhältnis zu einem Verständigungsverfahren nach Artikel 25 des OECD-Musterabkommens, dann sieht man, also im EU-Schiedsverfahren habe ich grundsätzlich einen Einigungszwang. Das habe ich im Verständigungsverfahren nach dem BWA nicht, es sei denn, ich habe in den wenigen Fällen eine Schiedsklausel vereinbart. Dann haben wir die Einreichungsfrist von 3 Jahren oder gegebenenfalls auch in der EU-Schiedskonvention sind es 3 Jahre. Bei den BWA kann diese Frist unterschiedlich sein und zwar auch nochmal, wie vorhin schon gesagt, also 2 bis 4 Jahre. So, das ist, wenn man jetzt zum Beispiel die 3-Jahres-Frist versäumt hat, kann es auch zu empfehlen sein, ein Verfahren nach dem BWA einzuleiten, wenn ich dort eine Antragsfrist von 4 Jahren habe. Im EU-Schiedsverfahren ist noch zu beachten, dass wir also hier ein Antragshemmnis in den Fällen haben, wenn ein empfindlich zu bestrafender Verstoß vorliegt. Und hier haben wir mal ein paar Beispiele genommen für solche Verstöße. Also die Vertragsstaaten haben entsprechende Erklärungen abgegeben, was denn ihrer Ansicht nach ein solcher Verstoß ist.
und dann sieht man, dass das also in vielen Fällen Verstöße sind, die also mit Bußgeld, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Gut, eine Frage ist dann, wenn eine Einigung erzielt wurde, wie ist die umzusetzen? Und der Wortlaut ist zunächst einmal klar, sowohl in Artikel 25 Absatz 2 Satz 2 OECD-Musterabkommen, der auch in vielen DBAs genauso vereinbart ist, ebenso wie in Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 Schiedskonvention. Die Verständigungsvereinbarung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen. Sodass eben in Verbindung mit Paragraph 2 Abgabenordnung und der völkerrechtsfreundlichen Interpretation unsere steuerlichen Grundlagen hier eine Umsetzung möglich erscheint, insbesondere weil der Gesetzgeber auch für Fälle, wo kein DBA besteht oder dieser Satz nicht vereinbart wurde, nochmal explizit den 175a Abgabenordnung in das Gesetz aufgenommen hat, der auch sagt, dass ein Steuerbescheid zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern ist, soweit dies zur Umsetzung einer Verständigungsvereinbarung notwendig ist. Allerdings, ich denke, dieser Wortlaut auch vom DBA ist sehr eindeutig, allerdings gibt es in der Literatur trotzdem gewisse Bedenken, ob man diese Frist auch in Anspruch nehmen kann oder dieses Ablaufhemmnis, wenn bis zu dem Zeitpunkt, in dem das Verständigungsverfahren beantragt war, die Festsetzungsverjährung schon eingetreten ist. Und wie Sie hier der Aufstellung entnehmen, gibt es hier doch gewichtige Stimmen, die sagen, dass eine, und das ist der untere Ast, die sagen, dass eine Ablaufhemmung nur eintritt, wenn das Verständigungsverfahren vor Ablauf der Festsetzungsfrist eingeleitet wurde. Also so im Zipke Kruse, im Vogel Lehner und im Hübsch-Spitaler Kommentar, während andere Stimmen, und das ist, denke ich, Sinn und Zweck schon auch der Norm 175a AO gewesen, sagen, das muss in jedem Fall umgesetzt werden. Einfach nur, dass Sie das wissen, dass hier also eine gewisse Unsicherheit besteht, ob am Schluss diese Verfahren auch wirklich dann in die Tat umgesetzt werden. Wir haben allerdings bisher noch keinen Fall gesehen, in denen das dann an dem 175a Abgabenordnung in irgendeiner Weise gescheitert wäre. Vielleicht am Schluss müssen Sie die Verständigungsvereinbarung unterzeichnen und eben mitteilen, dass Sie mit der Umsetzung der Verständigungslösung einverstanden sind, schwebende Rechtsbehelfe zurücknehmen, zumindest soweit diese eben durch die Verständigungsvereinbarung betroffen sind. Ganz zum Abschluss dieses Kapitels, bevor wir dann noch zu Joint Audits und Strafrecht kommen, vielleicht noch zwei Beobachtungen oder Fragestellungen. Organschaftsverhältnisse sehen wir häufiger, wenn diese Verständigungsverfahren beantragen. Und wir haben hier in dem Beispiel eine Organgesellschaft, die einen Lizenzvertrag mit der Konzernmutter hat. Also gar nicht der Organträger selber tritt in die konzerninterne Transaktion ein. So wurden wir schon mehrfach vom BZST aufgefordert, hier den Organträger beitreten zu lassen. Und wir empfehlen das dann auch den Mandanten zu tun, weil keine weiteren Kosten entstehen und damit sichergestellt ist, dass das die Verständigungsvereinbarung dann auch beim Organträger, dem wir dann das Ergebnis der Organgesellschaft zugeordnet wird, rechtlich umgesetzt wird. Auch hier haben wir noch kein Klageverfahren gesehen, wo vielleicht das versäumt wurde, aber zur Sicherheit ist das vielleicht zu empfehlen. Ansonsten bei APAs, und da hatten wir eine Frage bekommen, ob hier Einigungszwang besteht. Bei einem APA, einem Vorabverständigungsverfahren, besteht kein Einigungszwang, sondern es kann vorkommen, dass die Finanzverwaltungen gerade vielleicht bei sehr komplexen oder sehr aggressiven steuerlichen Gestaltungen hier zu keiner Einigung vorab
kommen, mit der Folge, dass vielleicht dann in der BP eine Anpassung kommt und dann in ein Verständigungsverfahren folgt, in dem vielleicht eine Schiedsklausel anwendbar ist. Hier nochmal ein Beispielfall. Wir hatten hier zwei Opcos, die auch eine Franchise-Vereinbarung hatten und über diese Franchise-Vereinbarung ein Vorabverständigungsverfahren beantragen wollten. Die Organschaft war zum Zeitpunkt der ursprünglichen gedachten Antragstellung noch nicht verwirklicht. Und wir haben geraten zu warten, bis die Organschaft auch wirklich vollzogen ist, um dann in den Genuss zu kommen der Regelung des 178a Absatz 2 Abgabenordnung, der sagt, im Rahmen der Organschaft ist es auch möglich, nur eine Antragsgebühr von 20.000 Euro zu bezahlen. In unserem Fall war die Holding nicht mit umfasst in die Transaktionen. Das wurde diskutiert mit dem BZST. Am Schluss waren wir erfolgreich mit nur einer Antragsgebühr. Aber das Argument könnte hier vielleicht noch sein, wenn die der Organträger nicht in die Transaktion eingebunden ist, dass hier vielleicht der Wortlaut nicht erfüllt ist, sondern nur Sinn und Zweck, dass die Finanzverwaltung nur einmal die Arbeit hat. Gut, meine Damen und Herren, zum Schluss, wir haben noch knapp 10 Minuten Zeit, möchte ich mit Ihnen noch zwei Themenkomplexe ansprechen. Einmal das Thema grenzüberschreitende Prüfungen, Simultanbetriebsprüfungen und so eine gleichzeitige gemeinschaftliche Prüfung, Joint Audits, Neudeutsch. Und zum Zweiten das Thema Verrechnungspreise und Steuerstrafrecht. Auch das ist in der Praxis mittlerweile relativ gut sichtbar, dass es da Entwicklungstendenzen innerhalb der Finanzverwaltung gibt. Zum Thema Joint Audits ganz kurz. Worum geht es da? Wir haben im Grunde zwei Arten von, gemeinschaftlich betriebenen Prüfungen. Einmal die Simultanbetriebsprüfung. Das ist eine sogenannte gleichzeitige Prüfung der Steuerbehörden in verschiedenen Ländern. Als Beispiel, Sie haben eine deutsche Konzernmuttergesellschaft, eine Tochtergesellschaft in den Niederlanden und also der deutsche Fiskus, das Land Hessen als Beispiel, das Land NRW und die niederländische Finanzverwaltung würden praktisch gleichzeitig die Konzernmutter und die Tochtergesellschaft prüfen. Warum wird das gemacht? Weil man sagt, das erleichtert den Informationsaustausch. Man kann sich im Rahmen der jeweils laufenden nationalen Betriebsprüfung besser austauschen. Das ist eine Möglichkeit, um sich entsprechend zu verständigen. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die momentan sehr intensiv diskutiert wird, auch aus deutscher Perspektive. Das ist das Thema Joint Audits. Also gemeinsame Prüfung, was hat es auf sich? Gemeinsame Prüfung, da gibt es eine Spezialnorm zu im EU-Amtshilfegesetz. Wir haben Ihnen hier mal die ganzen Rechtsgrundlagen aufgestellt, was es gibt, wo also praktisch hier, sage ich mal, auf Basis welcher Grundlagen Informationsaustauschverhältnisse begründet werden können, gemeinschaftliche Prüfungsangänge möglich sind. Und wenn Sie mal in das EU-Amtshilfegesetz reingucken, in die Paragraphen 10 bis 12, des EU-AHIG, des Amtshilfegesetzes. Da ist also ganz klar geregelt, unter welchen Prämissen eine grenzüberschreitende gemeinsame steuerliche Außenprüfung gemacht werden kann. Ich will das hier nur anreißen, weil das noch ein Stück weit Zukunftsmusik ist. Das wird also momentan, wie gesagt, sehr intensiv diskutiert, auch innerhalb der deutschen Finanzverwaltung. Und wir gehen fest davon aus, dass man in den nächsten Jahren mehr Joint Audits, also gemeinsame steuerliche Außenprüfungen, die praktisch Deutschland dann mit anderen Staaten, vielleicht auch multilateral betreiben wird, sehen wird. Warum ist das eine Möglichkeit im Rahmen von Joint Audits, Doppelbesteuerungskonflikte praktisch präventiv zu lösen. Die Finanzverwaltung ist der Ansicht, dass man sagt, wenn also jeder Staat im Grunde national seinen Prüfungsweg beschreitet, Unternehmen steuerlich prüft, kann das im Regelfall auf Doppelbesteuerungskonflikte hinauslaufen. Und wenn man gemeinsam prüft, wenn man praktisch ein gemeinsames Prüfungskomitee erschafft, und da sehen wir halt die rechtlichen Grundlagen, die gesetzt worden sind im Rahmen des EU-Altenshilfegesetzes, dann kann man praktisch mal im Rahmen einer gemeinsamen Prüfungshandlung schon sich so verständigen zwischen den Fiski, dass also nachgelagert keine Doppelbesteuerungskonflikte mehr auftreten. Das ist einmal so das Wunschdenken und der Effizienzgedanke, der hinter diesem ganzen Bereich der Joint Audits sich verbirgt. Das Ganze ist in der Praxis
noch relativ unerfahren, muss man sagen. Es gab zwei große Pilotprojekte, einmal zwischen dem Freistaat Bayern und der italienischen Finanzverwaltung und der österreichischen Finanzverwaltung, zum zweiten zwischen dem Bundesland NRW und der niederländischen Finanzverwaltung. Das waren Fälle, sag ich mal, die dort ausgesucht worden sind, die sich hervorragend ja für diese Joint Audits ja geeignet haben. Es gab eine, sag ich mal, ja gewisse politische Komponente in diesen Fällen, wo man gesagt hat, ja, wir wollen mal sehen, wie gut die jeweiligen FISCI innerhalb Europas zusammenarbeiten können. Also da war schon so ein politischer gewisser auch Einigungserfolg in diesen Projektpiloten gewünscht. Das sind alles Fälle, was man aus der Finanzverwaltung gehört hat, die wohl relativ gut liefen, wo man sich hat entsprechend verständigen können. Der ganze Bereich der Joint Audits wirklich ein Instrument sein wird, wo man sagen kann, ja, das ist für die Zukunft ein wirklich taugliches Instrument, um als nachgelagert diese sehr zeitintensiven, auch sehr beraterkostenintensiven Verständigungs- und Schiedsverfahren zu vermeiden, das wird man sehen. Also das ist sicherlich ein Ansatz, der von der Idee her sehr, sehr gut ist, aber das steckt noch sehr stark in den Kinderschuhen und ich denke schon, das ist auch so das, was wir in den Diskussionen mit der Finanzverwaltung momentan sehr intensiv sehen, ist, dass wir künftig mehr Joint Audits sehen werden. Ich will das an der Stelle nur ganz kurz halten. Wir werden die Slides ja auch noch verteilen. Und dass Sie da ein bisschen Möglichkeit haben, nochmal nachzulesen, wenn Sie das interessiert, das Thema, oder vielleicht sagen, unser Unternehmen wäre vielleicht ein Kandidat für einen Joint Audit Prozess. Es gibt kein Antragsrecht des Steuerpflichtigen, also Sie können nicht bei der Finanzverwaltung beantragen, dass Sie jetzt praktisch in einen Joint Audit einbezogen werden, sondern es gibt ein ja, gemeinsames, sage ich mal, ja, Prüfungskomitee sozusagen, wo also der Bund und die Länder sich eigene Unternehmen aussuchen und dann auf Basis von einer grenzüberschreitenden Abstimmung über das Bundeszentralamt für Steuern die ausländischen FISCI angesprochen werden, ob ja bestimmte Unternehmensgruppen sich dafür eignen, in diesen Joint Audit Prozess ja einbezogen zu werden. Das Ganze, wie gesagt, von der Idee her ist eigentlich sehr, sehr gut. Man wird mal sehen, wie sich das entwickelt. Stichwort Transparenz, Stichwort Prozesseffizienz, das sind sicherlich gute Sachen. Was momentan aus Sicht der Beraterschaft sehr stark bemängelt wird, ist das Problem, sag ich mal, einer ja, stärkeren Einbindung des Steuerpflichtigen. Also was im Grunde nicht berücksichtigt ist, auch Basis der rechtlichen Vorschriften. Im Rahmen des EU-Amtshilfegesetzes ist es, dass also der Steuerpflichtige sich im Grunde stärker in diesen, sag ich mal, Prozess, auch in diesen Moderationsprozess einbinden kann. Und das sehen wir halt auch bei vielen, sag ich mal, bisherigen Simultanbetriebsprüfungen, dass die FISCI so ein bisschen vor sich hin prüfen, vielleicht zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen und man letztendlich wieder dasteht und sagt, es gibt keine Einigung und wir müssen doch den Weg wieder über ein Verständigungs- oder Schiedsverfahren betreiben. Das ist sicherlich eine sehr missliche Situation, wo die Finanzverwaltung sicherlich aufgerufen ist, auch mal so ein bisschen ja, ihre Position und auch die Einbindung des Steuerpflichtigen zu überdenken. Ja, so viel zum Thema Joint Audits. Ich möchte zum Schluss, wir haben jetzt noch ungefähr 3 Minuten, nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der in den Bereich des Steuerstrafrechts reingeht. Wir wollen also hier keine Angst und keinen Schrecken verbreiten, sondern wir möchten einfach eine gewisse Awareness auf Ihrer Seite schaffen, weil wir eben Fälle sehen, wo die Finanzverwaltung wirklich hingeht und sagt, Moment, wir sehen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Steuerstraftat. Und bisher war mal so, sag ich mal, so eine Art Gentleman's Agreement zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen, dass man gesagt hat, Rechnungspreise, das ist eine ökonomisch geprägte Materie. Das hat im Regelfall nichts mit dem Steuerstrafrecht zu tun. Das sind vielleicht krasse Ausnahmefälle. Da muss man ganz klar sagen, und das ist auch das, was wir in der Praxis sehen, dass es da mittlerweile ein Umdenken innerhalb der Finanzverwaltung gibt und auch die Hemmschwelle zu sagen, ich übergebe jetzt mal einen Fall an die Steuerfahndung oder an die Bustra, die ist mit Sicherheit gesunken, muss man sagen. Also das ist das, was wir in der Praxis sehen. Es gibt viele Prüfer, die das vielleicht auch als taktisches Mittel einsetzen und sagen, ich möchte hier Druck auf den Steuerpflichtigen ausüben. Ich bediene mich auch des Steuerstrafrechts und sage, wenn Sie also jetzt hier nicht kooperieren, dann müssen wir sehen, was wir machen können. Wir sehen hier Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Hinterziehungstat. Auch das ist das, was wir in der Praxis sehen. Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich sage Ihnen das deswegen, wie gesagt, wir wollen keine Angst und keinen Schrecken verbreiten, sondern das sind einfach Entwicklungstendenzen, die man mit berücksichtigen muss. Und ich habe Ihnen hier mal auf der Folie
Auch das in aller Kürze mal verschiedene Fallkonstellationen aufgelistet, von denen wir auf Basis unserer bisherigen Praxiserfahrung sagen würden, das sind Fallkonstellationen, die durchaus ja in Richtung einer steuerstraflichen Diskussion gehen können. Vielleicht dann das Thema Dokumentationspflichten, wenn die verletzt sind als solche, das hat natürlich keine steuerstrafliche Relevanz, aber die Finanzverwaltung ist sehr avers, muss man ganz klar sagen, in Bezug auf schlechte Rechnungspreisdokumentation, wenn da was fehlt, wenn Sachverhaltsteile, die wirklich wichtig sind für die Würdigung eines Sachverhalts aus Rechnungspreisperspektive, wenn die fehlen, das löst oder das kann allergische Reaktionen auch in der Finanzverwaltung auslösen. Da muss man höllisch aufpassen. Wir sehen Fälle bei Intercompany-Darlehen, Rückdatierung, Sachverhalte, auch ganz, ganz kritisch muss man sagen, Funktionsverlagerungstatbestände, Year-End-Adjustments, das sind alles so Themen, wo wir auch durchaus in BP-Schlussbesprechungen Prüfer erleben, die sagen, Moment, man könnte das Ganze auch mal aus einer steuerstraflichen Perspektive diskutieren. Es gibt wenig Prüfer, auch das muss man sagen, die sich wirklich dann letztendlich trauen, das Thema wirklich steuerstrafrechtlich auch dann komplett anzugehen, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren durchzuführen, den Steuerpflichtigen hier wirklich in eine Ecke zu drängen, aber es gibt halt diese Tendenzen und wir können Sie aus Sicht der Beratungspraxis auch nur aufrufen, seien Sie da wachsam und halten Sie da die Augen und die Ohren offen, weil wenn das losgeht, das sind Fälle, die sind meistens dann nicht mehr wirklich kontrollierbar und so Fälle können dann wirklich leicht aus dem Ruder laufen und extremst schmerzhaft werden, muss man sagen. Ich will jetzt angesichts der Zeit, die wir haben, es jetzt 15.30 Uhr, ich will nicht überziehen, Sie haben alle noch einen Arbeitstag mit einigen Stunden vor sich. Wir können über diese Themen gerne diskutieren, wenn Sie da Fälle haben, wo Sie sagen, ich bin mir da unsicher. Die Prüfung hat da so Andeutungen gemacht. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail. Wir sind gerne auch dafür Diskussionen bereit. Man darf das Thema, wie gesagt, das ist abschließende Bemerkung, nicht unterschätzen. Man darf allerdings auch nicht in Panik geraten und jetzt sagen, Moment, wir haben jetzt hier vielleicht nicht richtig dokumentiert. Ist das ein Thema für die Steuerfahndung? Diese Themen muss man sich sehr einzelfallbezogen ansehen und mit großem Augenmaß muss man letztendlich an diese Fälle herangehen. Ja, zum Schluss möchte ich noch auf das BMF-Schreiben verweisen. AO, Anwendungserlass 153, AO, Abgrenzung, Korrektur von Steuer, von Steuererklärung versus Selbstanzeige 371. Auch das müssen Sie ein Stück weit verinnerlichen. Ganz unterschiedliche Normregelungstatbestände, die uns da begegnen. 153 als primäre Verfahrensvorschrift, 371 als strafbefreiende Vorschrift, Stichwort Selbstanzeige. Auch das will ich nur ganz kurz anreißen. Das sollten Sie, wenn Sie den Verdacht haben, dass vielleicht eine strafliche Relevanz bei einer Betriebsprüfung aufkommen kann, vielleicht doch mal nachlesen, haben hier die Fundstelle nochmal angedeutet und damit möchte ich Sie auch bewenden lassen. Das Thema, Sie sehen es, wir haben selbst Mühe, den ganzen Themenkomplex im Rahmen von 90 Minuten abzuhandeln. Wir machen einen zweiten Webcast zu dem ganzen Bereich, der wird Ende April stattfinden, wo wir nochmal ausgewählte Themen diskutieren werden. Vielleicht haben Sie auch noch Fragen im Nachgang zu diesem Webcast, wo Sie sagen, das möchte ich nochmal diskutiert wissen. Auch das können wir dann gerne tun im Rahmen dieses zweiten Webcasts. Würde mich freuen, wenn Sie wieder die Zeit finden würden, diesen Webcast dann entsprechend beizuwohnen Ende April. Es gibt noch eine zweite Veranstaltung, auf die ich Sie hinweisen möchte. Das ist eine Präsenzveranstaltung, die wird Ende Februar in Frankfurt stattfinden. Da geht es um das Thema Verrechnungspreise aus Perspektive des Finanzvorstands. Was sind eigentlich, sage ich mal, die Themen, die ein Finanzvorstand auch vielleicht aus gestalterischer Perspektive auf der Agenda haben muss. Wirklich freuen, wenn wir uns bei der Veranstaltung sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, Ihnen dieses Thema heute hier ein Stück weit näher zu bringen und möchte Ihnen gerne anbieten, dass, wenn Sie Fragen haben, diskutieren Sie bitte mit uns, funken Sie uns an, scheuen Sie sich nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Wir konnten gewisse Themen hier nur anreißen. Wir konnten also hier Ihnen praktisch nur mal ein kleines Geschmäckle geben auf die Themen. Die Themen sind sehr komplex. Sie werden immer komplexer. Das ist auch ein Stück weit die Strategie der Finanzverwaltung in der Post-BEPS-Agenda, stärker auf das Thema Enforcement zu setzen, stärker auf die Einhaltung des bestehenden Rechts zu setzen, zu sagen, wir müssen im Grunde auch stärker in den Betriebsprüfungen die Umsetzung des bestehenden Rechts forcieren. Und das sind Tendenzen, die wir ganz klar sehen, die Sie wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so weiter
weiter fortsetzen werden. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken, auch im Namen meiner Mitreferenten, sage auch der Inka und dem Oliver herzlichen Dank und ich sage ja auf Wiederhören, bis zum Wiederhören oder Wiedersehen. Herzlichen Dank.